Ich habe diese absolut geniale Vorrichtung gesehen und ich wusste, die musst du dir nachbauen. Biegen, pressen, richten, runden, alles mit einer Vorrichtung. Das Ganze klein und handlich passt wirklich in jede Werkstatt und die kann man sich selber bauen. Dafür habe ich mir Material bestellt im Internet. Ich habe meine komplette Bestellung unten verlinkt. Und was brauchen wir noch? Einen vernünftigen Bauplan. Den Bauplan habe ich mir auch besorgt von Dirk the Metalist. Der hat diesen Metallbieger, obwohl ich finde, Metallbieger wird dem Ganzen nicht gerecht konstruiert. Und das ist eine genial einfache Konstruktion. Das ist wirklich was für die Ewigkeit. Und das wollen wir in diesem Video nachbauen. Das heißt, ich habe hier einen ganzen Stapel an Metall. Ich habe natürlich ein bisschen mehr bestellt. Im Prinzip, dieses Vierkantrohr gehört nicht dazu. Und aus dem restlichen Haufen von Metall konstruieren oder bauen wir uns heute diese geniale Vorrichtung. Die Grundkonstruktion besteht aus einem 160er U-Stahl. Diesen U-Stahl habe ich erstmal vernünftig gereinigt, damit ich eine Fläche habe, auf der ich vernünftig Anrisse anbringen kann. In diesem U-Stahl oder in dieser Grundkonstruktion läuft hinterher ein Schiebemechanismus. Und die größte Herausforderung ist es jetzt, ein möglichst exaktes Langloch in diesen U-Stahl einzubringen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe verschiedene Bohrungen angesetzt. Eine Bohrung neben der anderen und ich habe es hinterher ausgefeilt. Wie man das früher in der Lehrwerkstatt gemacht hat, das heißt, man hat ein Aufmaß und feilt sich das hinterher. Das hat wirklich erschreckend gut funktioniert. Ich hatte vorher verschiedene Diskussionen zu dem Thema, habe das mit ein paar Kumpels besprochen. Die haben alle gesagt, oh, lass es dir fräsen oder so. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt zum Fräsen, aber ich wollte es auch wirklich in vernünftiger Handarbeit machen. Und das Ergebnis ist wirklich sehr gut. Man hat früher gefeilt, hat da gute Ergebnisse hinbekommen. Ich bin hier bei 20 mm plus minus ein Zehntel. Und das ist wirklich mehr als tolerierbar für diesen Schiebemechanismus. Das heißt, die gute alte Handarbeit. Ich hatte die Tage Hashtag Spezialwerkzeug da ein kleines Video zu gemacht. Da hatten auch viele von euch kommentiert. Also es ist auch alles möglich ohne Hightech. Wenn man zu Hause ein bisschen mehr Zeit sich nimmt für das Langloch bohren, habe ich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Für das Ausfeilen habe ich pro Seite eine Viertelstunde gebraucht. Also es ist auch nicht so viel Zeit, die man dafür braucht. Und dafür hat man ein sehr schönes Ergebnis. Und es war wirklich eine Jugenderinnerung. Ich konnte mich an die Zeiten in der Lehrwerkstatt zurückerinnern. Ich bin mir sicher, das geht vielen von euch auch so. Das Feilen, das mussten wir damals ja alle mitmachen. Der U-Stahl braucht noch eine Kontur mit einer 45-Grad-Schräge. Das schafft natürlich meine Säge von der Breite her auch nicht mehr. Also mache ich das ganz einfach mit der Trennscheibe und dem Winkelschleifer. Im Prinzip, um diese Vorrichtung zu bauen, man braucht die Möglichkeit, vernünftig zu bohren. Man braucht einen 20er Bohrer in irgendeiner Form. Man braucht einen Winkelschleifer mit einer Trennscheibe, die Möglichkeit, Gewinde zu schneiden. Und das war's. Also mit einfachsten Handwerksmitteln kann man das Ganze ausführen. Ich habe es eben mit einer Magnetbohrmaschine gemacht, aber man kann es, wie gesagt, auch deutlich einfacher machen. Es gibt also keine Ausreden, dass jemand sagt, ich kann mir das nicht in der Form nachbauen. Die ganze Konstruktion bekommt jetzt verschiedene Gewinde, verschiedene Bohrungen. Ihr müsst euch das Video bis zum Ende angucken, dann seht ihr wirklich, dann wird da auch ein Schuh draus, dass es im Prinzip sehr einfach aufgebaut ist. Die Flachmaterialien habe ich an den Lochabstand meines Tisches angepasst. Das heißt, damit wird der Bieger hinterher positioniert. Ich kann den im Stehen positionieren, aber auch im Liegen. Also im Stehen habe ich natürlich richtig Kraft. Im Liegen ist es manchmal von der Anwendung her deutlich einfacher. Hier oben kommt noch eine Lasche dran. An diese Lasche kommt hinterher der Biegemechanismus. Alles vernünftig verheften, alles vernünftig verschweißen. Ich habe hier alles im WIG-Schweißverfahren ausgeführt. Für viele Sachen, das muss natürlich sehr fein, sehr sauber sein. Man kann es aber auch mit Mack machen. Man könnte es theoretisch auch mit der Elektrode machen. Aber viele Sachen sind, wie gesagt, sehr fein. Und wenn man hier ein WIG-Schweißgerät zur Verfügung hat, dann ist das da sicherlich meistens die beste Option. Oder man muss halt deutlich mehr schleifen. Und schon an dieser Grundkonstruktion sieht man, dass man hier wirklich was für die Ewigkeit schafft. Das Ganze ist sowas von solide. Da wackelt hinterher nichts. Da ist nichts, was irgendwo Spiel hat, wo man Angst haben muss, dass es in irgendeiner Form abreißen kann. Ich habe 4 Nachmittage an dieser ganzen Konstruktion gesessen. Ich hatte es mir vorher auch nicht so lange vorgestellt. Es macht aber unwahrscheinlich Spaß, das muss man wirklich sagen. Man hat hier ungefähr Materialkosten von 60 Euro. Man hat die ganze Grundkonstruktion, man hat den Bauplan, geht dann ein Teil nach dem anderen durch. Das ist jetzt die Grundkonstruktion und ich würde sagen, das sieht schon mal richtig, richtig gut aus.
Baugruppe Nummer 2 ist der Schiebeschlitten. Der Schiebeschlitten besteht hauptsächlich aus einem Keil. Den Keil muss man sich natürlich anpassen auf das Langloch. 20 x 8 mm habe ich hier Flachmaterial verwendet, habe das Ganze schön sauber geschliffen, habe das immer wieder in meinem Langloch ausprobiert, dass es vernünftig gleitet, alle Flächen sauber schleifen. Dieser Keil kommt auf ein Flachmaterial, das ist 50 x 6 mm von den Dimensionen her und das habe ich auch wirklich richtig schön glatt geschliffen, damit wir hier hinterher glatte Oberflächen haben, die richtig schön aufeinander gleiten können. Das ist ein ganz zentraler Punkt und dass dieser Keil wirklich auch maßhaltig ist, vernünftig vorne abgerundet ist. Das Ganze wird verschweißt mit dünnen Kehlnähten in Wickschweißverfahren hier ausgeführt, ohne Schweißzusatz, das heißt eine ganz dünne Kehlnaht gezogen. So brauche ich hier auch wirklich kaum etwas nachschleifen, habe so ganz vorsichtig da so ein bisschen nachgekitzelt. Richtig schön ausrichten, dann wird dieser Schiebeschlitten im geschweißten Zustand gebohrt, ansonsten kriegt man das überhaupt nicht so genau hin. Vernünftig Gewinde schneiden und so hat man hier eine Aufnahme. Obendrauf kommt noch eine Aufnahme hinter für den Schiebemechanismus, der diesen Schlitten dann drückt oder beziehungsweise der diesen Schlitten dann bewegt. Der Schiebeschlitten hat jetzt noch eine weitere Komponente und das ist unser Stempel, also unser eigentliches Werkzeug, was hinterher in die Matrize reingeht. Das ist im Prinzip jetzt nur ein Flachmaterial, auch wieder 50 x 6 mm. Das wird an den Schiebeschlitten angepasst und darauf habe ich jetzt einfach ein Flachmaterial aufgeschweißt. Dieses Flachmaterial hat vorne einen schönen Keil. Ich habe die Spitze sogar nochmal auftragsgeschweißt, das heißt mit einem härteren Zusatz, damit wir hier ein wirklich hartes Werkzeug haben, damit wir hier auch in das dickste Material reingehen, ohne uns gleich die Spitze zu ruinieren. Auftragsschweißen muss man nicht unbedingt. Ich habe mir übrigens von diesem Flachmaterial gleich mehrere zugeschnitten. So werde ich mir hinterher noch verschiedene andere Stempel, andere Werkzeuge fertigen. Man kann sich dann hinterher noch ein rundes Werkzeug fertigen und. Also der Kreativität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Wenn man einen Stempel hat, braucht man natürlich auch eine Matrize. Das ist der nächste Punkt, was wir uns hier bauen. Ich habe im Prinzip zwei Flachmaterialien, die werden auf meinen U-Stahl aufgeschraubt und auf diese Flachmaterialien baue ich jetzt diese Matrize auf. Sind auch wieder nur Flachmaterialien. Das Ganze wird vernünftig angeordnet. Ich bin hier streng nach Zeichnung vorgegangen, habe das Ganze so komplett nachkonstruiert. Ist man aber auch wieder in der Kreativität frei. Das heißt, es gibt die verschiedensten Matrizen, es gibt die verschiedensten Stempel, kann man sich alles so konstruieren, wie man das haben möchte. Es muss nur halt auch unglaublich genau sein. Ich habe hier hinten zum Beispiel an dem U-Stahl nochmal ein schönes Flachmaterial, das ragt auch so ein bisschen über, das nimmt die Kräfte hier auch auf, damit nicht alles nur an den Schrauben ist. Also man muss hier wirklich unglaublich genau arbeiten, muss man wirklich sagen. Das heißt, ein halber Millimeter zu viel oder zu wenig oder so, da muss man wirklich aufpassen. Das merkt man hinterher, wenn man das Ganze montiert. Dementsprechend habe ich das hier auch auf meinen U-Stahl aufgeschraubt, habe es dann geheftet, habe es dann runtergenommen, habe es dann stückweise verschweißt, habe es so angepasst, hinterher alles beschliffen, damit ich hier auch keine Kanten habe, die in irgendeiner Form stören, dass ich hier wirklich alles ein bisschen gerundet habe von den Radien her. Und so haben wir uns unsere Matrize geschaffen. Bei den Konstruktionszeichnungen ist auch eine komplette Liste mit den Schrauben, die man benötigt. Ich bin einfach in den Baumarkt gefahren, habe mir das da komplett zusammengekauft. Ich habe jetzt hier noch ein paar Einzelteile, die ich mir fertigen muss. Habe also einen Griff, den ich zusammenschweiße, habe dann eine Verlängerung für den Griff. Verlängerung hat natürlich den Sinn, dass man hier auch eine längere Verlängerung im Notfall mal benutzen kann und man kann das Ganze auseinanderschrauben. So kann man diese Vorrichtung relativ platzsparend wegpacken. Am Ende des Tages ist das natürlich absolut genial, wenn aus so einem Haufen Stahl so eine schöne Konstruktion wird. Ich habe alle Funktionsflächen hier in der Form poliert, damit das wirklich sauber ist, dass das alles sauber aufeinander sitzt und natürlich, dass es vernünftig gleitet. Punkt 1, was wir jetzt hier montieren, ist die Matrize. Sieht man auch, wie das Ganze ansitzt. Hinten die Matrize sitzt bis an das Flachmaterial ran. Das heißt, wenn das steht, dass da die Kraft nicht nur von den Schrauben aufgenommen wird, sondern auch hinten von der Fläche. Das
sitzt also perfekt da dran. Ich habe den Schiebeschlitten. Der Schiebeschlitten, der muss hier natürlich vernünftig laufen. Hat das bei mir gleich auf Anhieb geklappt? Definitiv nicht. Ich habe hier auch noch mal ein bisschen nachschleifen müssen. Hatte also die Matrize von unten beschweißt, hatte die Matrize seitlich auch zu stark geschweißt. Habe da also auch noch mal um einiges nachgeschliffen, das einiges noch mal so ein bisschen nachpoliert, bis es hier wirklich perfekt passt. Und wenn man das dann das erste Mal so rein und raus schiebt, dann sieht man schon, wo das Ganze wirklich hingeht. Hinten der Schiebemechanismus ist im Prinzip jetzt ein Flachmaterial, wo das Ganze dran sitzt. Das geht hier oben in unsere Konstruktion und da sind dann Haltebleche und an die Haltebleche kommt der Griff dran. Also im Prinzip ist das eine wirklich sehr einfache Konstruktion, aber auch schon eine sehr, sehr durchdachte Konstruktion. Macht wirklich Spaß und wenn man das dann das erste Mal aufschraubt und das erste Mal bewegen kann und das erste Mal biegen kann, der Moment ist wirklich unbezahlbar. Das erste, was ich jetzt kannte, ist 6 mm stark. Das ist noch ein Abstandshalter für meine Vorrichtung. Das heißt, ich möchte hier wiederholgenau kanten. 6 mm ist schon so an der Grenze, wenn das Ganze liegt, weil ich dann halt auch meinen ganzen Tisch verschiebe. Aber das Kanten funktioniert im Prinzip. Ich habe hier eine Schraube mit einem 16er Rundstahl. Darüber kommt ein Rohr. Das Rohr hat eine Bohrung mit einem Gewinde. Und jetzt habe ich hier so eine Flügelschraube und dann kann ich da meinen Abstand einstellen. Habe also einen Abstandshalter, kann wiederholgenau kanten. Und jetzt kann ich hier eine Kantung nach der anderen durchführen und das macht unglaublich Spaß. Funktioniert unglaublich gut, macht viel Spaß. Die Vorrichtung, die ist sowas von solide, da wackelt nichts. Ich bewege halt mit dem langen Hebelarm den ganzen Tisch. Mein Tisch ist halt nicht befestigt, darum mit den 6 mm war schon ein bisschen grenzwertig. Das ist hier 4 mm stark, das kann ich hier wirklich biegen wie Butter. Ich kann hier immer den Anschlag wieder einstellen. Ich habe meinen Stempel nochmal so leicht nachgeschliffen, weil ich vorher immer 92, 93 Grad hatte bei den Kantungen. Ich habe noch ein bisschen spitzer gemacht und jetzt funktioniert das hier wirklich gut. Richtig schöne Kantung, wiederholgenau, Tisch ein bisschen festhalten, sonst zieht man mit dem langen Hebel natürlich alles weg. Also erster Eindruck ist schon mal sehr gut. Die Vorrichtung hat aber noch viele andere Funktionen. Ich habe hier unten die Schraube und damit kann ich den Weg des Schlittens begrenzen und kann damit halt auch Kantungen durchführen, die unter 90 Grad sind und das auch wieder wiederholgenau. Damit habe ich zum Beispiel wie jetzt hier die Möglichkeit, dass ich einfach auch etwas runde. Ich habe hier noch den normalen Stempel, ich werde mir aber auch noch einen anderen Stempel bauen, habe mir dafür schon weiteres Flachmaterial gleich gebohrt und zugeschnitten. Dann kann man sich einen schönen runden Stempel und eine runde Matrize bauen und dann kann man das halt auch nutzen, um hiermit problemlos Materialien schön zu runden. Durch diese Funktion, dass man unten die Schraube hat, wird das Ganze auch wieder extrem wiederholgenau. Also ist eine weitere schöne Funktion. Ich denke mal, das funktioniert auch gut. Ich habe jetzt hier die Enden abgetrennt, kann ich den Rest mir noch so ein bisschen zukanten und dann habe ich mir einen richtig schönen Ring gekantet. Und wenn ich jetzt noch mehr Kraft brauche, dann kann ich die Vorrichtung natürlich auch innerhalb von Sekunden hinstellen. Ich habe es hier erst mit Schnellspannbolzen gemacht, habe es dann aber nochmal geändert und habe es verschraubt, ganz wichtig. Also die Schnellspannbolzen kann man problemlos raushebeln. Jetzt kann ich hier mein Körpergewicht nehmen und habe dann wirklich noch mehr Kraft. Den Tisch kann ich in der Form nicht mehr verschieben, jetzt kann ich hier wirklich alles mit biegen. Das ist jetzt eine effektive Biegelänge von 50 mm. Das ist 4 mm, 5 mm habe ich auch gebogen. Das ist so das Maximum. Das ist aber auch schon wirklich eine gute Kraft, die man hier hat und eine gute Möglichkeit. Ich kann jetzt mit dieser Vorrichtung natürlich nicht nur biegen. Ich habe hier übrigens noch einen kleinen Fehler entdeckt. Das heißt, hier hinten war ein kleiner Hefter. Den musste ich noch ein bisschen beschleifen, sonst hat es nicht komplett angelegen. Ich kann hier natürlich auch mit pressen. Ich habe die Matrize, dass ich mir einfach was rüberlege. Ich bräuchte noch einen anderen Stempel. Dann könnte ich hier auch mit Lager einpressen. Dann könnte ich Materialien zusammenpressen und. Was man alles mit einer Presse macht, wofür man alles so Kraft benötigt. Also habe da viele verschiedene Möglichkeiten. Habe hier über Stunden mit rumgespielt, habe verschiedene Sachen gebogen, habe sie hinterher wieder gerade gedrückt und. Also die Möglichkeiten sind wirklich gigantisch und das Schöne an dieser Vorrichtung ist, man kann sie selber bauen, es ist was für die Ewigkeit, man kann sich andere Matrizen bauen, man kann sich andere Stempel bauen und wenn ich das nicht brauche, kann ich mir das einfach irgendwo in eine Ecke stellen. Von den Materialkosten, ich habe hier fürs Material etwas über 60 Euro ausgegeben. Der Dirk, der diese ganzen Zeichnungen erstellt hat, The Metalist, der das konstruiert hat, der hat natürlich auch
diese Zeichnungen, der vergibt die nicht umsonst. Das heißt, der will da einen kleinen Obolus von haben. Die verlinke ich hier unter, ist aber wirklich sehr aufwendig gestaltet und da hat man jedes Maß, jedes Detail und sieht das alles wirklich exakt. Das ist hier übrigens 10 mm Rundstahl. Also kann ich wirklich auch nur empfehlen. Ansonsten habt ihr ja gesehen, wie ich das gefertigt habe. Man kann es im Prinzip auch ganz einfach nachfertigen und sich die Maße selber rannehmen. Man sieht das ja hier, wie das Grundkonstrukt ist in der Form. Ich finde es eine wirklich extrem tolle Vorrichtung. Macht Spaß, damit zu arbeiten. Ist eine Bereicherung für jede Werkstatt, in der Metall verarbeitet wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Ich hoffe, dieses kleine Projekt hat euch gefallen. Bis dann, euer Manni.